Okay, es sind alle unten. Es sind alle unten. Gut. Einer down. Ups. Necro. Und damit ein Hello there und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute habe ich ein weiteres Gameplay-Video für euch, allerdings nicht einfach nur irgendein Gameplay, denn es handelt sich hierbei um Runden aus dem Turnier von 1049. Falls ihr den guten Mann nicht kennt, das ist ein deutscher Handshot-On-Creator, seine Links findet ihr in der Videobeschreibung und dieser veranstaltet monatlich ein Handturnier. Das letzte Mal haben wir vor 1,5 Jahren beim Turnier mitgemacht, weil ich ja abends am Wochenende immer arbeiten bin und die Turniere immer Samstag stattfinden. Ja, und deshalb hatte ich halt eben seitdem keine Zeit mehr dafür. Letzten Samstag hatte ich aber frei bekommen und meine Jungs und ich konnten endlich mal wieder teilnehmen. Das Ganze habe ich auch gestreamt, ihr findet mich wieder wöchentlich 1 bis 2 Mal live auf Twitch, auch dieser Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Und bevor wir nun ins Gameplay reingehen, erkläre ich euch noch ganz kurz die Regeln des Turniers und gehe danach noch kurz auf mein Loadout ein. Das Turnier funktioniert folgendermaßen. Von 20 bis 23:30 Uhr habt ihr Zeit, die Runden zu spielen und dem guten Jan aka 1049 Fotos eurer Rundenergebnisse per E-Mail zu schicken. Ihr könnt maximal 4 Runden einsenden und die Punkte werden folgendermaßen vergeben. Gibt es auf der Map 2 Bosse, ist jeder Bounty Token 5 Punkte wert. Gibt es nur einen Boss, sind die Tokens 7 Punkte wert. Habt ihr zum Single Boss noch Roger dabei, gibt ihr Token 6 weitere Punkte. Also maximal könnt ihr 20 Punkte in einer Runde nur durch das Bounty machen. Spielt ihr Solo, werden diese Punkte verdoppelt, da ihr ja Solo so nur ein Token mitnehmen könnt. Da Roger sowieso nur ein Token hat, gilt das nicht für ihr Bounty. Also ihr Bounty gibt auch für Solos weiterhin nur 6 Punkte. Und dann gibt es noch pro Kill 2 Punkte. Dementsprechend sind also langanhaltende Kämpfe, in denen sich die Gegner oft wiederbelebt, eigentlich besser, als wenn ihr jedes Team sofort umklatscht. Außerdem ist eure MMR völlig egal und ihr könnt als Solo, Duo und Trio mitmachen. Streamen oder aufnehmen müsst ihr das Ganze übrigens auch nicht, also kann absolut jeder damit machen, PC-Spieler sowie Konsolenspieler. Wenn ihr also mal Interesse habt, selbst beim Turnier mitzumachen, schaut auf jeden Fall bei 1049 vorbei. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Und das sind im Grunde auch schon die Regeln. Es gibt aber auch noch Preise zu gewinnen. Allerdings werden diese inzwischen ausgelost und nicht mehr nur für die Top 3 vorbehalten, damit jeder eine Chance hat, etwas zu gewinnen. Und Jan, falls du das Video hier sehen solltest, ich finde es an sich wirklich richtig cool, dass jeder eine Chance hat, was zu gewinnen. Somit geht es bei dem Turnier auch mehr um Spaß und um die Ehre, als ums Reinschwitzen für die Seas oder andere Preise. Was ich allerdings auch cool finden würde, wäre, wenn die Gewinner des Turniers vielleicht ein zweites Los bekommen würden. Somit würde man die Gewinner belohnen, ohne dass man den anderen direkt die Chance auf einen Gewinn verwehrt. Ist aber nur so eine Idee, vielleicht hattest du ja selber schon mal die Idee und hast dich dann doch dagegen entschieden. Ich finde dein Turnier so oder so wirklich super und richtig cool, dass du, deine Kollegen und Partner jeden Monat was für deine Community spendieren. Ich wünschte, ich könnte öfter mitmachen, aber naja, was soll man machen? Mal schauen, wann ich mal wieder Glück habe und ein weiteres Mal mitmachen kann. Nur noch kurz zum Loadout. Tatsächlich spiele ich quasi dasselbe Loadout wie auch damals im Turnier und an sich ist das auch einer meiner absoluten Lieblingsloadouts, um reinzuschwitzen. Und zwar spiele ich die Spectre Bayonet mit Flechette-Munition. Warum Bayonet und Flechette? Weil ich dazu noch eine Mosin Oberes Mace spiele. Ich bin wirklich ein riesen Fan dieser Kombination. Ich finde, die Waffen harmonieren einfach fantastisch miteinander. Mit der Spectre werden die Gegner zum Bluten gebracht und das auch auf höhere Distanz, damit ich sie dann mit meiner Mosin finishen kann. Klappt nochmal besser, wenn euer Team zusammenbleibt, denn sobald der Gegner vom Flechette getroffen ist und der optimalerweise auch nicht den Trail Bloodless hat, kann euer Team den Gegner super gut pushen und ein einziger Hit reicht aus, um ihn zu töten. Stirbt er nicht direkt durch den zweiten Schuss, blutet er ziemlich sicher danach aus. Auch wenn Flechette nicht mit einem Schuss in den Torso one-hitten kann, macht das immer noch sehr guten Schaden und er ist früher oder später gezwungen, die Blutung zu stoppen. Ist mir persönlich auch lieber als jetzt eine Springfield oder eine Centennial mit Bleed-Ammo, denn mit Flechette trifft man einfach deutlich leichter und es geht mehr um den Blut Aspekt als um den direkten Schaden. Mit der Flechette Shotgun fühle ich mich im Close Combat auch einfach deutlich wohler als mit einem Dandan Gewehr und die Obris ist super auf mittlerer und hoher Distanz, auch wenn man sich an den Sway gewöhnen muss. Der Uppercut tut es übrigens auch, allerdings habe ich da nicht den stumpfen Nahkampfansatz der Mace Variante. Mit Bayonet
Ned und Maze kann ich mir nämlich das Nahkampf sparen und habe eine gute Nahkampfwaffe für Immolator und Horden von Monstern, als auch für Armouts, Bosse und PvP. Dadurch bleibt mir der Toolslot frei für zum Beispiel eine Flaregun, Fallen oder Decoy Fuses. Ich habe mich in der ersten Hälfte des Turniers für die Flaregun entschieden, die ich allerdings quasi gar nicht benutzt habe, weil ich ja gar nicht unbedingt gleich einen anzünden wollte. Schließlich wollten wir Kills und eigentlich habe ich darauf gehofft, dass die Gegner viel wiederbeleben. Wären wir nicht in der Turniersituation gewesen, hätte ich auf jeden Fall sofort jeden abgefackelt. Schließlich geht es bei dem Loadout ja ums Reinschwitzen. Also bin ich dann auf die Decoy Fuses gewechselt, um besser Gebäude und Ecken pushen zu können, Revives zu blocken oder einfach nur Leute aus der Reserve zu locken. Beides wirklich sehr nützliche Tools. Traps wären wie gesagt aber auch eine gute Option gewesen. Ich hatte allerdings nur etwas Angst, dass meine Mates und ich in der Hektik vielleicht in die eigenen Traps dann reinlaufen. Dazu natürlich wie immer Chokebombs, Medkit und Wurfmesser. Ich bevorzuge die Messer, an den Äxten ist aber auch nichts verkehrt, beides hat Vor- und Nachteile und ihr könnt das wirklich komplett für euch entscheiden, was von den beiden Sachen ihr mitnimmt, nehmt aber auf jeden Fall eines der beiden Sachen immer mit. Und dazu noch meine Standard-Consumables, die Regenerationsspritze, Gegengift, Fragbomb oder Dynamite Bundle, Hauptsache irgendwas, das Bumm macht, und Nemobox, damit meinem Team nicht so leicht die Munition ausgeht. Da ich Doktor und Physician dabei habe, spare ich mir aber eben auch die Vitality Shot und ich persönlich bevorzuge so oder so die Regenerationsspritze um Längen. Und das ist auch das Loadout, was ich den ganzen Abend lang gespielt habe. Da wir uns ja noch im Tide of Desolation Event befinden und wir Event Trades haben, habe ich mich auch dafür entschieden, nur den Drowned Pack zu spielen, damit ich Remedy nutzen kann. Mit Remedy kann ich mit Hilfe von Trade Charms mein gesamtes Team vollständig heilen und das gilt halt nicht nur mit den Trades, die ihr so in der Welt findet oder von Meters bekommt, sondern eben auch mit den Event Trades am Supply Point. Dadurch ist halt jeder Supply Point quasi eine Banish Station und mein Team muss sich wenig Gedanken um HP machen. Ich kann das schon mal vorwegnehmen, die Entscheidung Remedy mitzunehmen hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Ihr merkt also vielleicht, meine Rolle geht eher in die Support-Richtung, allerdings komme ich auch ganz gut alleine klar, weshalb ich dieses Loadout so mag. Nun wisst ihr genau, was meine Gedanken hinter dem Loadout waren. Jetzt ist aber die Frage, wie das Ganze sich nun in der Praxis geschlagen hat. Ich zeige euch nun die ersten zwei Runden, die wir eingeschickt haben und morgen seht ihr die nächsten zwei Runden. Da wir aber natürlich mehr als nur diese vier Runden gespielt haben und auch noch ein paar weitere Runden dabei waren, die zwar cool waren, allerdings nicht fürs Turnier gereicht haben, werde ich diese dann hochladen, wenn die Turnierergebnisse bekannt sind, um euch dann in diesem Video mitzuteilen, welchen Platz wir erreicht haben. So, jetzt habe ich aber wirklich genug gelabert. Wenn ihr euch mein ganzes Gesammel bis hierhin angehört habt, Dankeschön. Nun gehen wir aber in die erste Runde. Das ist rot. Die machen den Boss. Ich weiß nicht, ob die immer noch drin sind im Bossraum. Nee, Scrappy ist gerade chill. Hello there. What? Looted? Alright, einer down. Oder zwei down. Zwei down. Das ist noch rot. Ja, einer hat sich gerade vor mir irgendwo geheilt. Lol. Was ist du, Lukas, oder? Ja. Ist er überhaupt noch unten? Ich denke, er wird oben sein. Der eine hat hier halt durch und Schrotze. Der könnte ruhig mal einfach den hier vor mir Necron, ist ja ein Free Kill. Oh, bei mir. Hat ihn gefunden. Tutet. Was ich? Down. Weiß. Weiß. Mann, der hat ruhig einmal Necron können. ich hab keinen Vulture. Wie sieht's mit euch aus? Nee, ich auch nicht. Ich hab einen schon mal gelootet. Right. Oh, eine Sticky. Aber die werfen wir jetzt nicht drauf. Scrappy! Wir sind durch mit Verlöcken. Toll. Oh. That's one way to waste a trade.
Yep. Alrighty. Okay. Sorry. Ich glaube, da habe ich dich auch noch geschlagen. Nö. Oh, okay. Ist gut. So, ich würde sagen, wir warten aufs Bounty und gehen damit hier mit dem Bounty weiter, oder? Mhm. I can make do. So, mal gucken. Haben wir Freunde hier? Keine Freunde. Leon, hast du Necro auch drüben? Jo. Was? Ach, da war. Lol. Ich glaube, er hat die Frag gar nicht gehört. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, die war komplett silent für ihn. Oh, ich habe nochmal eine Stamina, ne? Brauch ich mal eine Stamina? Ja? Theoretisch, ja. Ich hab mir gerade eben eine reingehauen. Direkt wieder eine bekommen. Denke. So, jetzt habe ich noch 5 Minuten Regen. Das finde ich nicht mehr so viel haben, leider. Ich brauche nur noch 4. Ah, fuck, ich hätte die Sticky noch wegwerfen müssen, hätte ich nochmal was bekommen können. Na, egal. Vielleicht ein Altersbaum. Ich glaube, hier am Baum waren mal welche, ne? Ja, wahrscheinlich. So, ich schaue jetzt nochmal. Ich sehe, ist auf jeden Fall jemand oben, aber ich glaube nur einer irgendwo in die Richtung. Und ich glaube, 2 habe ich unten gesehen. Nein. Irgendwo so Richtung Ping. Schüsse fallen, Schüsse fallen. Ja, es sind auf jeden Fall 2 Teams. Ich kann nur nicht sagen, ob. Ich glaube, die sind alle unten drin, Alter. Oder auf der Treppe da. Mhm. Ich glaube, echt einer hinten auf der Treppe. Okay, sind alle unten. Sind alle unten. Ups. Down. Ups. Necro? Slug Rebel. Lass mich reinlernen. Schön. Down. Oh, ich hit, blutet. Ah, fuck. Oh, von rechts. Ich Necro wieder. Ja. Okay. Er konnte nicht durch die Tür abhauen, ja. Weil ich mich drin geduckt habe. Hab den anderen. Sehr schön. Entfernung. Bin sehr verwirrt, was hier passiert. Ja, ich öffne Stick hier dahin. Alter, Leon, du bist fast reingelaufen. Ich Necro. Pass auf, dass ich Stick hier, gell? Wie lange rennst du hin, genau? Nein! Oh mein Gott, der Türe zu mich reißen. Die Türe nicht zu, auch gut. Bricks. Ich Necro wieder. Jungs, ich geh schnell Remedien. Ja. Das ist ein Safe Remedy, den mach ich schnell. Mach schnell meinen
Commodity. Na, ich wär mit dir. Let's go, we back in base. Kannst diesmal hier reingehen, oder? Immer gestorben. Es sind immer noch zwei Teams im Leben. Ich dachte, eins wäre schon tot, Alter. Jo, ich schlörp mir mal das Bounty von da unten. Nein! Mann, das ist mein Bounty! Vielleicht kommt er auch rein. War das einer von euch? Ja. Sehr geil. Sehr geil. Ist nur noch einer. Gutet. Sehr schön. Okay. Jungs, das war richtig gut. Das waren unglaublich viele Kills. Ja. Ich glaube, das ist sogar zweistellig. Sehr, sehr, sehr geil, Mann. Oh, perfekte Situation. Das war richtig geil. Das ist auch Lobby Clear, sind alle weg. Sehr, 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 sehr geil. Ja, eine Nitro. Habe ich den Revive gerade wieder abgebrochen? Ah, oh nein, ich habe den gelootet. Sehr, sehr schön. Ja. Sehr geil. Schon mal eine Runde im Kasten. Ich glaube, das waren so 11 Kills. Ich sag 11 Kills. Meine Kamera ist richtig ass. No. Ja, 11 Kills. Das schmeckt, du. Das schmeckt. Das ist sehr lecker, ja. Tatsächlich war das auch direkt die zweite Runde des Abends, nachdem die erste Runde nach circa 5 Minuten direkt wieder vorbei war, weil wir bei Regen im Bossraum von Shotguns gepusht wurden und einfach nur jämmerlich verreckt sind. Ja, gut. Mit 11 Kills und 4 Bounty Tokens in der nächsten Runde haben wir uns dann aber direkt mal eine 42-Punkte-Runde gesichert und das ist schon wirklich ziemlich stark. Und weil es so schön war im Pitching-Krematorium, sind wir in der darauffolgenden Runde dann gleich wieder dorthin. Leute kommen von Lock Bay. Okay. Haben die jetzt hinten Fight oder was? It seems so. Cast, das ist oben. Auf jeden Fall ist auch jemand unten. Auf der rechten Seite hier drunter. Ich glaube, ich habe da draußen im Wald gerade Steps gehört, wenn ich mich täusche. Wir müssen, ich glaube, wir sollten auf die andere Seite roam, Jungs. Ja, bin gerade dabei. Ich weiß nicht, ob von denen irgendjemand oben ist. Ich glaube, die sind alle unten. Ich weiß nicht, ob wir runtergehen sollten. Ist ein Hive unten? Das ist ein Kilian. Ich glaube, ich würde noch oben bleiben, weil das andere Team kommt bald und dann sind wir die, die jetzt gefährdet werden, so wie wir es vorhin gemacht haben. Wenn die wir merken, dass die unten fighten, dann ich glaub, können wir... Ich glaube, die sind schon da. Ja, Ding ist. Außen. Außen. Eigentlich mag ich die Position hier oben gar nicht, die ist so predictable. Okay. Was? Die ist nicht so predictable, die Posi.
Ich glaube, es sind halt schon alle Teams da. Ui. Hetzman? Natürlich. Ja, ne? Ich choke die Treppe hier. Hört auch schon noch fast ein bisschen. Oh shit. What the fuck? Ja, Leon deckt, einer ist vor mir. Ich wurde gemeleed. Oh, what the fuck? Ja. Direkt vor dir. Oh. Der hat auch eine Shotgun. Oh, okay, sie ist tot. Muss ich näher hin. Du kannst Lukas sogar resen im Aufzug. Lags oben. Der Reaper ist halt immer noch irgendwo hinter dir, glaube ich. Weiß nicht, ob du mich von da aus Necron kannst, Leon. Geht's mal. Ah, sehr schön, danke. Getradet. Dann nur noch der außen war, der Reaper. Ich höre ihn, glaube ich. Oh, da ist noch ein Yellow Shot Girl, direkt hinter der Mauer. Hier hinter. Da drüben. Ja. Looted. Blue Shot Hit. Schon nachladen. Das sind immer noch zwei. Lootet. Wow, echt jetzt? Hast du meinen Kopf noch gesehen? Oh, sie ist ausgeblutet? Okay. Ist nein, der. Ah, okay. Ist der Reaper eigentlich tot? Glaub nicht. Den vermisse ich so ein bisschen. Irgendwas Dunkles im Keller. Also im Keller sind noch zwei. Da ist ein Blue Shirt und irgendein dunkles Skin. Ja, klar. Wurde von unten gekillt, oder? Ja, Fire Sparks, Beekeeper. Irgendwas hinter mir, irgendwelche Mobs. Ja, ein Blue Shirt, blutet. Bei der Treppe. Check schon, ob noch alle liegen, dass wir nicht überrascht werden. Ja, der Blue Shirt ist noch unten. Oh Gott, oh Gott. Bin ich der Einzige, dem Biken fehlen? Nee, ne? Ja, mir fehlt auch einer. Ich geh schon Richtung Lockbear und geh Remedien. Halte dir mal kurz die Stellung. Ja. Ich schlapp mal das Bounty. Ah, das ist gestorben? Du shut es down. Achso, was du. Okay, Mann. Ich will wieder, wenn ich looten will. Geh schnell das Yellow Shotgun looten. Oh, hier ist eine normale Spectre. Ich nehme die mal. Leon, hast du dir eine Leiche im Blick? Ja, da ist gerade eine ganze Zeit im Jiggle piepen. Aber da ist eine Choke davor, deswegen, ja. Hm.
Sagst du, das ist eine Joke? Da hab ich doch was. Oh shit! Er wollte gerade resen. Dann. Wenn jemand über die Rampe runter geht, wäre nice. So. Danke, dass du geresst hast. Geiler Mann. Down. Ey, danke, dass er geresst hat. Das war ein Free-Kill. Wie nett. Ja. Alter, Pitching ist es heute, oder was? Pitching ist der Shit. Bruder, dass wir da überhaupt noch, dass wir überhaupt noch leben, ist eine Frechheit. Das war vorhin, das war so unglaublich peinlich, was da passiert ist. Ich weiß nicht, wie Leon das eigentlich überlebt hat. Ja. Ach so, ja. Also, wer auch immer das Girl gekillt hat, das mich gekillt hat, der hat uns so die Runde gerettet, Alter. Very good, very nice. So, ich habe gleich wieder eine Stamina. Hat noch jemand von Echo, ja, oder? Nee. Nee. Aber ich habe basically jetzt alle gelootet. Ja, ich loot einfach. Ich glaube, ich habe alle gelootet, die ich looten konnte. Ich schaue direkt mal nach Roddy McRodrod. Nur 6 Stück. Nur 6 sogar? Uff. Das ist ein bisschen enttäuschend. Echt nur 6? What the fuck? Oh. Naja. Okay. Zwar lief die zweite Runde in Pitching nicht so gut wie die zuvor, aber mit 6 Kills und den Tokens vom Single Boss plus Roger konnten wir dann dennoch 32 Punkte ergattern und sind somit bei einem Zwischenstand von 74 Punkten. Morgen seht ihr dann, welchen Punktestand wir dann schlussendlich erreicht haben, also abonniert gerne den Channel, um die Runden nicht zu verpassen. Like und Kommentar wäre geilo für den Algorithmus und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Toodaloo.